Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prim. Ja, in der letzten Folge haben wir dann ja doch noch mit Ach und Krach diese Stelle hier kennengelernt. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir alles machen können. Ein Stück-Stück-Stück-Lutz-Möbelhauskarton. Ich kann nur die Lieferadresse erkennen. An Beißkiefer Kaufleisch. Wohnhaft in der Nordlocks Lane 14. In 66666 Tartarus. Mal sehen, was drin ist. Hier ist eine Notiz. An den, der dieses Paket findet. Bitte baue meine Bestellung zusammen und reiche mir danach eine helfende Hand. Beste Grüße, B.K. Hey, da ist noch eine Art Bauanleitung. Den nehme ich mal mit. Okay. Holen wir uns jetzt unseren neuen Freund? Bauen wir den zusammen? Nee, Dammbauplan. Eine Stück-Stück-Stück-Lutz-Bauanleitung für einen Damm. Da ist etwas auf der Rückseite aufgedruckt. Katapultbauplan. Wollt ihr mich veräppeln? Eine Werbeanzeige für ein hölzernes Katapult. Eine Werbeanzeige ja. Für ein Hölz... Ist gut, du sollst hier noch rausgehen. So, was der ist hier Fluss mit... ist über die Ufer getreten und bahnt sich von hier seinen Weg tiefer in den Wald. Du solltest eigentlich was zu dem Arm sagen, aber okay. Unerledigte Dinge. Anscheinend müssen diese Teile zu etwas zusammengesetzt werden. Ja. Das ist schön. Muss ich den Bauplan damit benutzen? Ach so, ist das das Katapult? Was, wenn ich versuche, das zu bauen? Oh mein Gott. Damit zwei von. Also muss man das perspektivisch bauen? Ich kann es aber nicht drehen, oder? Ich kann es nicht drehen. Wie soll ich das denn machen? Oder muss ich von oben bauen? Nee. Moment. Ah ja, doch, perspektivisches Bauen. So in etwa. Das sind nochmal kleine hier, ne? Dann die Räder. Ich denke mal, da vorne ist da auch so ein Ding dran. Rad. Moment, ich muss erst das in die Mitte bauen. Aber eigentlich andersrum. Kann man das zusammen machen hier? Auch nicht. Ah, okay. Also doch andersrum erstmal reinbauen. Aber was ist das hier für eins? Das ist die Kurbel, das ist klar. Wo soll denn das letzte Brett hin? Ich habe vorne ein Querbrett, hinten ein Querbrett. Oder soll man das einfach so hier dazwischen Wusste ich machen? doch. Die Teile waren falsch, weil sie zu einem Katapult gehören, nicht zu einem Damm. Wieso waren die falsch? Ich habe das doch jetzt einfach nur gebaut. Was war daran falsch? Die Frage ist jetzt, was soll ich da... Nordlocks Lane. Moment. Ist das ein Straßenname? Ja, ich vermute mal, dass das hier wohl meine Straße war, oder? Oh. Der Biber hat angefangen, einen Damm zu bauen. Aber ist der etwa aus Knochen gemacht? Ja, genauso wie es drin steht. Er wurde anscheinend aus menschlichen Überresten gebaut. Die Frage ist jetzt, haben wir irgendwelche menschlichen Überreste? Haben wir nicht, ne? Das will ich nicht katapultieren. Dann nehmen wir mal. Kein Sand. Kein Sand. Ja, du sollst davon eigentlich eins nehmen und hier reintun. Sie scheinen am Inhalt dieser Säcke interessiert zu sein. Dann könnte ich ihnen helfen. Mal sehen, was da drin ist. Nichts außer der Reihe. Nur zwei Skelettvögel, die eine gesunde Portion keinen Sand genießen.
Ja. Aber wie kriege ich die jetzt rüber oder irgendwas anderes rüber? Das ist jetzt die Frage. Spinnilein will ich nicht darüber hauen. Maulwurffutter brauche ich da vermutlich auch nicht. Was können wir denn hier sonst noch machen? Katapult, wieder zurückgehen. Hier können wir nirgendwo hingehen. Froschbiber. Tja, sonst können wir hier nichts machen, ne? Oh, Moment. Ich nehme sie alle mit. Abgetrennte Gliedmaßen haben mir bisher gute Dienste geleistet. Und so begann meine Karriere in der Armee. Der kam extrem flach, aber er kam. Na, guter Biber? Ich wollte gerade sagen, wollte der damit nicht den Damm bauen, statt die zu fressen? Yay! Der Biber hat seinen Damm fertig gebaut und der Fluss fließt nicht länger in den Wald. Das war spaßiger, als ich gedacht hätte. Ach so, ich habe eigentlich gedacht, dass wir das hier wegmachen müssen. Aber das reicht. Ja, cool. Er schläft den Schlaf der Gerechten. Oder in diesem Fall eher den Schlaf der Blutrünstigen. Ja, gut. Cool. Hat man nicht eine Karte, womit wir immer gereist sind? Doch, da. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt. Nicht zum Hafen, zum verbotenen Wald. Wenn du mich so sehr hasst, wie du sagst, warum kommst du dann immer wieder zu mir mit deinem dreiköpfigen Biest? Soll ich mir etwa entgehen lassen, dich hier trostlos und deprimiert hängen zu sehen? Niemals. Hey, das Wasser ist ja wirklich weg. Danke, kleiner Biber. Nö. Ja, jetzt kann ich auch wieder. Kann ich mit dir nochmal reden? Hey, da bin ich wieder. Das kann ich sehen, Prim. Wie kann ich dir helfen? Warte mal. Du bist Hades Frau, oder? Ja. Also bist du auch nicht von hier. Zeus bewahre, nein. Und glaub mir, als ich von meinem Mann hierher gebracht wurde. Du meinst, nachdem er dich entführt hat? Nenn es, wie du willst. Der Kulturschock war gigantisch. Du glaubst nicht, wie genau ich weiß, was du meinst. Aber mit der Zeit wurde es besser. Dieser Ort wurde mein Zuhause. Nicht zuletzt wegen meines liebenden Gemahls. Klassischer Fall von Stockholm-Syndrom, wenn du mich fragst. Ruhe, du verbitterte Piñata. Okay, nochmal für die Langsamen unter uns. Du streitest mit Hank, weil... Das ist eine lange Geschichte. Als ich hier ankam, dachte mein Gemahl, es wäre eine gute Idee, wenn ich mich hier häuslich einrichten würde. Ich schlenderte also umher und wurde, wer hätte es gedacht, von diesem Wald hier magisch angezogen. Und ich dachte, was für ein verschwendetes Potenzial. Stell dir diesen Ort doch nur mal in voller Blüte vor. Wie wundervoll wäre das? Warum sollten Leben und Tod sich auch gegenseitig ausschließen? Wieso lässt man sie sich nicht vermischen? Also wollte ich direkt loslegen und ich fand heraus, dass dieser seltsam aussehende Baum da drüben der Schlüssel dazu ist. Seine Wurzeln sind im ganzen Wald verteilt. Und dann tauchte dieser Knochensack auf. Meine Kumpels und ich, wir sind Aktivisten und wir schlagen hier Wurzeln, bis diese Frau uns in Ruhe lässt. Ich kann erst anfangen, den Wald zu verwandeln, wenn Hank sich von dem Baum losbindet. Klingt nach einem ganz schönen Dilemma. Was denkst du darüber, Prim? Was sollte mit dem Wald passieren? Tja. Ich meine, ein bisschen mehr Grün würde niemanden umbringen. Andererseits, das ist natürlich nicht deren Ort. Andererseits muss man dazu sagen, es sind mittlerweile, ja, eigentlich drei, das mit dem Freund ja auch noch, drei Leute hier gelandet, die eigentlich hier nichts zu suchen haben. Warum sollen sie es nicht ein bisschen schöner machen? Ein bisschen mehr Grün hier und da wird schon niemanden umbringen. Ganz meine Rede. Und warum nicht gleich einen Schritt weitergehen als das? Ich denke da an florale Fontänen, eine Supernova aus Sporen, bis alles in berauschendem Blattwerk versinkt. Siehst du? Gib ihr einen kleinen knochigen Finger und sie reißt habgierig die ganze Hand an sich.
Mir gefallen die Blumen unter deinen Füßen. Dank dir. Als ich heute hier ankam, waren diese 1000 Schöne noch tot. Sie brauchten nur einen kleinen Stups von mir und jetzt geht es ihnen wieder prächtig. Sie sind widerlich. Ein Stups von dir? Ich bin die Göttin des Frühlings. Schon vergessen? Ich kann zwar keine neuen Blumen erschaffen, aber gib mir eine Tote und im Handumdrehen hauche ich ihr wieder Leben ein. Beeindruckend. Ich hatte nie einen grünen Daumen. Mir sind sogar die Plastikpflanzen in meinem Zimmer eingegangen. Wenn man deine Herkunft bedenkt, ist das auch nicht weiter verwunderlich, findest du nicht? Vielleicht. So im Nachhinein, ne? Ich mag deine Halskette. Ist das ein Granatapfel? Das alte Ding. Ja, genau, ein Granatapfel. Ehrlich gesagt habe ich viel wertvolleren Schmuck in meiner Sammlung. Aber irgendwie fällt es mir schwer, mich von dieser Kette zu trennen. Einerseits erinnert sie mich an meine ersten Tage hier im Reich der Toten. Und andererseits ist sie ziemlich praktisch, weil sie dafür sorgt, dass Cerberus mir überall hin folgt. Der alte Junge findet den Geschmack von Granatapfelkernen absolut unwiderstehlich. Das wissen wir schon. Ich finde deine Halskette immer noch toll. Genau wie mein Cerberus hier. Er könnte die ganze Nacht lang Granatapfelkerne verputzen. Okay, mehr kommt anscheinend nicht. Interessanter Hund? Das ist Cerberus. Ist er nicht herzallerliebst? Er ist eine Ausgeburt der Hölle. Ganz ruhig, Sebastian. Ich werde nicht zulassen, dass dich Cerberus noch einmal anfällt. Ihn anfällt? Wieso das? Ach, nichts weiter. Wie auch immer, ich wünschte, Cerberus würde sich endlich erleichtern. Ich warte hier schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Nein! Also es ging um das, was ich schon gedacht habe. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Redet Hank mit sich selbst? Ja, ich glaube, nach ein paar einsamen Jahren an diesem Strick ist bei ihm eine Sicherung rausgeflogen. Ein paar Jahre? Wie lange geht denn euer Streit schon? Zu lange, Prim. Zu lange. Tschüss, Persephone. Mach's gut, Prim. Komm wieder, wann immer du willst. Ich bin froh, noch jemanden zu treffen, der kein Unterweltler ist. Vielleicht hältst du ja auch die Stimmung deines Vaters etwas auf. Das hat er bitter nötig. Er wird mit jeder Seele, die er erntet, mürrischer. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Er war schon immer ein fürchterlicher Griesgram. Aber seit ein paar Jahren ist er wie besessen davon, das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod aufrechtzuerhalten. Jede noch so kleine Störung würde ihn zur Weißglut bringen. Meinst du damit zum Beispiel, wenn die Seele einer Person in ihren Körper zurückgeschickt wird, weil diese Person zuvor durch ein dummes Missgeschick umgebracht wurde? Ich frage für einen Freund. Das war seltsam spezifisch. Aber ja, natürlich. Okay. Wir können... Da war doch gerade was. Wieso leuchtet das jetzt nicht mehr? Wir können jetzt hier hingehen, ne? Stimmt, wir müssen ja zum Phönix. Das war ja unser Ziel. Der Weg zum Phönix. Auch nicht noch ein dreiköpfiger Hund hier. Oder sind die hier so am Schnarchen? Nee, das ist der Phönix. Das ist er. Der sagenumwobene Phönix. Aber warum ist er so alt? Und er hat ja gar keine Federn. Verdammt seist du, Phönix-Alterungsprozess. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ihn schlecht jünger machen. Oder? Vielleicht doch. Liebe Besucher des mächtigen Phönix, vermeiden Sie laute Geräusche in Gegenwart des Feuervogels. Denn er neigt zur spontanen Selbstentzündung, sollte er exzessiver Lautstärke ausgesetzt sein. Hey, vielleicht schreit der Schrumpfkopf ja laut genug, um den Phönix aufzuwecken. Aber ich krieg den Korken nicht aus seinem Mund. Der Kleine hat einen ganz schön kräftigen Kiefer. Ist das jetzt dein Ernst? Ich blick's nicht. Wenn ihn das nicht aufweckt, was dann? Was ist noch lauter als ein nervtötender Wecker? Okay, also ich schätze, wir müssen den Schrumpfkopf nehmen. Die Frage ist nur, mit dem Messer wird das wahrscheinlich... Ach so.
Mal sehen, ob dir das Feuer unterm Hintern macht, Opa Phönix. So habe ich das aber nicht gemeint. Doch, hast du, weil du hast die Warnhinweise gelesen. Liebe Besucher des mächtigen Phönix, vermeiden Sie laute Geräusche in Gegenwart des Feuervogels, denn er neigt zur spontanen Selbstentzündung, sollte er exzessiver Lautstärke ausgesetzt sein. Ach, das steht überall das Gleiche. Liebe bis vermeiden, denn... Liebe okay. Nein, ich wollte dich nochmal drücken. Brennendes Nest. Haben wir irgendwas, womit wir Feuer löschen können? Nee, oder? Können wir das vielleicht irgendwie, das Ei da raus? Ich fürchte, das wird mir nicht helfen, das Feuer zu löschen. Okay. Ja, Wasser wäre natürlich besser, aber... Ach, vielleicht hätten wir das in den Flakon reinmachen sollen. Das wäre noch eine Option, dass wir gleich mal probieren können. Aber wir haben ja auch noch die Skelette. Ich frage mich, was die hier machen. Außer, naja, rumhängen. Okay, anscheinend können wir nicht mit denen reden oder so. Ich frage mich... Naja, sie sagt überall nur das Gleiche. Moment, fahrt tiefer in den Wald hinein. Hey, dieser Pfad hat mich direkt zum Hafen geführt. Hätte ich das mal eher gewusst. Dann hätte dir das auch nichts gebracht, weil du eh nicht da rum konntest. Nur mal so am Rande. So, Durchbruch. Können wir Wasser da reinfüllen? Damit will ich ihn nicht befüllen. Wir können vielleicht, aber wir dürfen nicht. Okay. Ich will den aber mit Wasser befüllen. Damit will ich ihn nicht befüllen. Oh, Leute. Tja. Wie soll ich jetzt das Feuer löschen, um das Ei zu bekommen? Maulwurffutter. Wir haben ja sonst nichts, wo wir irgendwo... Mit dem Brunnen, das bringt uns wahrscheinlich auch nichts, oder? Wenn wir dahin gehen. Im Haus haben wir auch nichts, wo wir Wasser holen können. Theoretisch könnte ich mich damit den Brunnenschacht hinablassen. Aber warum sollte ich? Um Wasser zu holen beispielsweise. Oh mein Gott. Wie lösche ich das Feuer im verbotenen Wald? Wie wäre es mit Wasser? Nee, ich will nicht die Hotspot-Königin kitzeln. Vor allen Dingen, wir müssten den dann ja auch erstmal ausbrüten, ne? Und wir müssen immer noch irgendwie herausfinden, wie komme ich jetzt hier raus ohne... Also, hier. Nee, dann ist das wieder an. Muss ich das so machen. Die konnte ich auch nicht machen, ne? Ich finde es halt komisch, dass man die Fledermäuse, dass man damit nichts machen hey, kann. Hey, ihr kleinen Vampire! Hier gibt es keine Verwendung für unerträglich lautes Schreien. Ja. Oh, nein, das wollte ich nicht. Maßbandwecker, Webstuhlwecker. Ins Labor dürfen wir ja noch nicht gehen. Ach, Moment. Ich kann doch die Geheimnisse mit Spinny aus den Leuten rausholen. Bringt uns das irgendwas? Geht das auch bei Tieren? Es gibt hier keine Verwendung für ein Spinnenauge. Das geht, glaube ich, nur bei Menschen, ne? Mein Äuglein sagt nein. Moment. Ich probiere das jetzt einfach mal bei jeder Person, die ich kenne. Vielleicht kann mir das irgendwie weiterhelfen. Es ist immer dasselbe, wenn ich dir meine Hilfe anbiete. Der mächtige Sensenmann muss alles alleine machen und würde niemals die Verantwortung teilen. Bruderherz, du bist überarbeitet und gestresst. Und die Beziehung zu deiner Tochter leidet darunter. Wenn du mich doch nur mehr einbinden würdest. Ich kann dir helfen. Ich habe Ideen. Ich... Das reicht. Ich brauche niemanden, um meine Aufgabe zu erfüllen. Schon gar nicht dich.
Dein unzulängliches Erinnerungsvermögen macht das unmöglich. Und je eher du das ein für allemal begreifst, desto besser für uns beide. Du weißt, wo du mich findest, solltest du jemals deine Meinung ändern. Okay, aber warum hat sie so ein schlechtes Erinnerungsvermögen? Ich glaube nicht, dass Karis ein Geheimnis hat, das es sich lohnen würde zu enthüllen. Na, ich weiß es nicht. Ich war schon mal im Kopf dieses alten, traurigen Mannes. Und ich habe nicht vor, dieses Erlebnis zu wiederholen. Na gut, also hier können wir auf jeden Fall erstmal nichts rausfinden. Dann gehen wir mal... Ja, alles ab, wo wir hin können, ne? Hier oben hat sich nichts geändert, da können wir immer noch nicht hin. Ich nehme an, Singer-Songwriter haben keine Geheimnisse. Sie tragen ihr Herz auf der Zunge. Oder in Echos Fall, irgendwo außerhalb ihres Körpers. Ist das jetzt dein Ernst? Na gut, hier haben wir es, glaube ich, schon mal versucht, aber ich mach's trotzdem, damit wir die wirklich alle durchhaben. Seltsam. Bei ihr klappt es nicht. Vielleicht sind die Mäuren zu mächtig? Das sagt sie auch nichts zu. Verschlossen. Aber wieso darf ich nicht durch die Gartentür? Was dann die nächste Frage wäre, müssen wir durch die Gartentür, um da irgendwie weiterzukommen? Wir versuchen es mal hier. Oh, mein Fuß juckt vielleicht. Aber hey, ich werde ihn einfach kratzen. Na, Hank, wünschst du dir nicht, du könntest das auch einfach tun? Macht dich das Jucken nicht verrückt? Du Monster! Naja, er kann doch seinen Fuß hochheben und dann kratzen. Hä? Hier gibt es nicht mal das geringste Anzeichen für ein spannendes Geheimnis. Hä? Nein. Nichts. Hier ist kein Geheimnis verborgen. Wieso? Hier gibt es nicht mal das geringste Anzeichen für ein spannendes Geheimnis. Hank hatte recht. Persephone hat den Baum manipuliert, indem sie eine Katze hat dran pinkeln lassen. Der arme Hund markiert nur sein Revier. Okay. Was hast du nochmal mit dem Hund gesagt? Ich weiß genau, was du mit der Katze gemacht hast. Ich habe immer noch keine Ahnung, wovon du redest, junge Dame. Mhm. Ich weiß genau, was... Ich habe immer... Na, dann gehen wir erstmal, dann sagen wir ihm das. Tschüss, Persephone! Hi, Hank. Hey, Kindchen. Wo bleiben deine Manieren, hä? Willst du Seastian nicht auch begrüßen? Hank, Seastian ist nur ein Baum. Und er kann nicht sprechen. Du machst da nur irgendeinen Trick mit deinem Mund. Nur ein Baum? Ist Tanneville nur ein Baum? Was ist mit Blatterina Witt oder Linde de Mol? Mark Forst! Meinetwegen. Hallo, Seastian. Linda de Mol und Mark Forst. Jetzt sagst du nichts mehr? Du hast ihn ganz schön auf die Palme gebracht. Na toll. Ich habe einen Baum verärgert. Vor allen Dingen du. Okay, sie kann aber nicht direkt darüber sprechen. Was tut Cerberus Seastian denn an? Sag du dir, Hank. Ich bringe es nicht übers Haar. Weißt du, Prim? Dieser Wald ist voll mit Bäumen. Es gibt Tausende. Aber dieses dreiköpfige Ungeheuer ist markiert immer den armen Seastian. Jedes einzelne Mal. Markiert ihn? Du meinst... Dieser Strahl. Dieser gnadenlose Strahl. Kraftvoller als jeder Feuerwehrschlauch. Es ist so demütigend. Und das Biest und sein Frauchen lachen sich danach auch noch den Ast. Mir ist klar, dass Seastian nur ein Baum ist, aber jetzt tut er mir doch irgendwie leid. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie sie es macht. Aber ich bin mir sicher, das ist Persephones Werk.
Sie muss Seastian irgendwie manipuliert haben. Und ich werde es beweisen. Hades sei Dank, scheint Cerberus heute nicht zu müssen. Okay, das wäre dann das nächste Problem. Also, wir müssen, vermute ich jetzt mal, eine Katze besorgen. Die Granatapfelkette besorgen. Den Cerberus zu dem Phönix bringen und den dann da drauf pinkeln lassen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das jetzt hin? Mach's gut, Hank. Lass dich nicht hängen. Wow, den habe ich ja noch nie gehört. Entweder spreche ich jetzt noch mal mit einer der Mäuren. Ich finde deine Halskette immer noch toll. Genau wie mein Cerberus hier. Er könnte die ganze Nacht lang Granatapfelkerne verputzen. Ach komm, du bist doch so gut im Erpressen. Wieso erpresst du denn nichts? Also, sie hätte ihr jetzt auch sagen können, sie sagt es ihm nicht, was sie gemacht hat, wenn sie ihr die Kette dafür mal ausleiht oder sowas. Ich weiß genau, was du mit der Katze gemacht hast. Ich habe immer noch keine Ahnung, wovon du redest, junge Dame. Ja, und sie ist nicht clever genug, um das Ganze zu nutzen. Wissen ist Macht. Tschüss, Persephone. Wer ist dein braver Junge? Du bist ein braver Junge. Werden deine anderen Köpfe jetzt eifersüchtig? Nein, 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 werden sie nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir... ich werde jetzt nur eine Sache machen, damit die Folge jetzt nicht zu lange wird. Wo sind die Mäuren? Hier. Mit ihm können wir wahrscheinlich nicht reden, oder? Ich probiere es erstmal bei ihr direkt. Willkommen zurück, Sonnenschein. Rechtschreibung, ich werde woanders gebraucht. Ach, komm. Ich muss die Katze irgendwie da rauslocken, weil die ist ja da durchgegangen. Aber wie locke ich eine Katze an? Ich denke, ich werde woanders gebraucht. Bis später, Larry. Möge deine Reise voller Liebe und Licht sein, Prim. Wir haben hier nichts. Ich werde jetzt noch mal eben, ohne etwas zu haben... Kann ich die Tür zumachen? Oh, bringt uns nichts, aber... Also außer, dass sie vielleicht nicht rausläuft. Es ist keine Prim-Klappe. Ja, ich weiß, aber... Ich könnte mein Haustierchen durch die Klappe in den Garten schicken. Aber warum sollte ich? Um die Katze zu erschrecken, damit die nach hier kommt oder irgendwas in der Art. Verstehst du das denn nicht? Auch das ist so simpel, was ich denke. Und trotzdem kriegt sie es nicht hin. Wir haben auch kein Katzenfutter oder so. Oder irgendwie, ja, Katzen mögen Fisch. Der übt bestimmt nur Rückenschwimmen. Oder? Es gibt hier keine Verwendung für ein Spinnenauge. Nö. Warum dich? Maulwurffutter bringt mir auch nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Maulwurffutter ist. Eigentlich ist das dann ja auf den Maulwurf bezogen, aber da wir noch keinen gesehen haben, muss doch irgendwas... Damit will ich ihn nicht befüllen. Ja, warum nicht? Vielleicht kannst du dann diesen Gestank oder sowas nehmen. Das sind die Zettel und alles. Das hat mir ja alles schon durch. Das ist nur ein leerer Bilderrahmen, der um ein Loch in der Wand aufgehängt wurde. Wenn man durchguckt, sieht man den Garten der Mäuren. Ja, was wahrscheinlich nur für diese eine Sache gewesen ist, aber... Mein Äuglein sagt nein. Gucken trotzdem, ob wir noch irgendwas damit machen können. Das will ich nicht machen. Das ist absolut unlogisch. Ich weiß, aber dass ich mir keine Katze ausleihen kann, also nicht mit ihr darüber sprechen kann und alles, das ist auch absolut unlogisch. Da dürfen wir noch nicht rein. Das muss die Tür sein, die in Kerris Labor führt. Ich könnte jetzt in Kerris Labor gehen. Aber sie hat gesagt, wir sollen damit warten, bis ich alle drei Zutaten für die Orpheus-Methode zusammen habe. Das ist mir doch egal.
Übrigens, mittlerweile, von wegen Labor, mittlerweile vermute ich, dass das der Grund ist, weshalb sie so verwirrt ist. Dass sie vielleicht mal irgendwie ein Experiment gemacht hat, was schief lief. Die Leute hier unten haben schon einen Merk... Ja, aber da kommt auch nichts Neues. Also ich gehe davon aus, dass mit dem Türzumachen hat was mit der Gartentür zu tun. Moment. Eine Sache könnte ich noch ausprobieren. Wenn das nicht mein liebster heimtückischer Verführer ist. Prim, du hast es geschafft. Kloto und Atropos haben endlich zugestimmt, dass Lachilov 3 und ich uns verabreden können. Das war alles der Zauber deiner Musik, Echo. Ich habe nur recherchiert. Danke trotzdem. Merci beaucoup. Was kann ich für dich tun? Wer ist dein Lieblingssänger? Oh, das ist leicht. Es ist natürlich der oft kopierte, selten erreichte Joe Stygian. Der Mann mit der schönsten und lautesten Stimme, die jemals auf Band verewigt wurde. Cool. Ich glaube, ich habe seinen Namen schon mal irgendwo gelesen. Vielleicht kannst du dich ja von ihm inspirieren lassen. Musikalisch? Definitiv. Aber was sein Privatleben angeht... In seinen späten 20ern schuldete er Kloto, Lachis Schwester, eine Menge Geld. Also ging er zu ihr, um zu verhandeln. Aber er wurde niemals wieder gesehen. Okay, das ist gruselig. Der Club 27. Es passiert den Besten von uns. Hä? Finde heraus, was dem Sänger passiert ist. Die Tragödie von Joe. Okay. Das war eine Errungenschaft. Okay. Hey, ein Schachbrett. Ein Schachbrett? Mon Dieu. Das ist das offizielle Zwerg-Ärger-Dich-Nicht-Spielfeld. Die Deluxe-Version inklusive modernster PvP-Online-Zwerging-Technologie. Was ist Zwerg-Ärgere-Dich-Nicht? Ist das dein Ernst? Es ist die beliebteste Freizeitaktivität hier unten. Vergiss diesen Sackball-Mumpitz. ZRDN ist wesentlich komplexer, anspruchsvoller und hat eine super tiefgründige Lore. Macht es auch Spaß? Wenn das wichtig für dich ist, dann ja. Ich denke, es macht auch Spaß. Vielleicht. Wie sind die Spielregeln? Oh, es würde eine Ewigkeit dauern, dir das fortgeschrittene Regelwerk von Zwerg ärgere dich nicht im Detail zu erklären. Ich werde mich lieber nur auf die Erläuterung des Basisspiels konzentrieren. Ein Spieler ist der Jäger, während sein Gegner der Gejagte ist. Der Gejagte muss das Zielfeld erreichen, bevor er vom Jäger gefangen wird. Dabei darf er sich in jeder Runde nur ein Feld in eine beliebige Richtung fortbewegen. Der Jäger hingegen darf zwei Felder pro Runde weiterrücken. Jedoch nur vertikal oder horizontal. Der Jäger muss den Gejagten fangen, bevor dieser das Zielfeld erreicht. Und wann kommen die... Die Zwerge? Ausgezeichnete Frage. Hier wird es interessant. Ohne Zwerge ist es dem Gejagten praktisch unmöglich zu gewinnen. Sogar mit einem Zwerg wird es knifflig. Also können bis zu zwei Zwerge auf dem Feld positioniert werden, die dem Jäger den Weg abschneiden können. Außerdem muss der Gejagte je einen Zwerg pro Runde bewegen, ebenfalls um ein Feld. Verstanden? Ich denke schon. Du hast Lachesis beim Spielen getroffen? Ja, meine liebste Lachilov 3 ist eine leidenschaftliche ZRDN-Spielerin. Sie hat eine größere Version des Spielbretts bei sich im Garten da drüben. Und via Online-Zwerging können wir zusammenspielen, ohne am selben Ort sein zu müssen. Und eine Chat-Funktion gibt es auch. Du meinst, ihr schreit euch über den Gartenzaun an? Ja. Sehr romantisch. zwei Sachen. Erstmal habe ich, glaube ich, da gerade eine Karte gesehen, die ich noch gar nicht gesehen hatte. Und... ja, das ist eigentlich eine neue Frage, ne? Wie funktioniert dieses Online-Zwerging? Dank deiner Tante Keres, die die Technologie entwickelt hat, ist mein kleines ZRDN-Brett mit dem großen Spielfeld im Garten von Lachi verbunden. So können wir zusammen spielen, ohne am selben Ort sein zu müssen. Aber sie ist doch gleich da drüben im Garten. Richtig. Ist das nicht beeindruckend? Total. Und wie läuft das Zusammenspielen ab? Stell dir vor, ich stelle hier einen Zwerg auf meinem Spielbrett ab. Dann erscheint eine größere Version dieses Zwergs auch auf Lachis Spielfeld. Okay, das ist wirklich cool. Ach, ich glaube, es reicht jetzt mal mit Zwergengeschwätz. Tschüss, Echo. Au revoir, Mademoiselle Reaper. Was wäre denn... Ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Vielleicht, um die Katze zu erschrecken... Oder müssen wir die Tür hier vorne erstmal zumachen? Aber dann kommen wir ja nicht mehr rein.
Auf jeden Fall können wir die Karte noch mitnehmen, weil die hatte ich, wie gesagt, übersehen. Moment, hier ist auch noch ein Maulwurfhügel. Aber die können wir immer noch nicht direkt anvisieren. Also ich denke, also die Folge würde jetzt zu lange werden, um das jetzt auszuprobieren. Aber ich denke, wir müssen irgendwas mit diesem Gartenzwerg machen, dass wir den entweder austauschen oder zusätzlich noch draufstellen. Wobei wir wahrscheinlich vorher noch irgendwie die beiden dazu bringen müssen, dass die eine Partie gegeneinander spielen. Das heißt, ich werde mich hier schon mal reinstellen. Obwohl, wir können auch mal kurz mit der sprechen, oder? Willkommen zurück, Sonnenschein. Rechtschreibung, ja, es ist aber trotzdem nichts anders. Ich denke, ich werde woanders gebraucht. Bis später, Lachi. Möge deine... Wir können ja auch nicht den Zwerg geben, oder? Das will ich nicht machen. Nee, okay. War jetzt nur so ein Gedanke. Ja, dann kann ich, glaube ich, das knicken, was ich vorhatte. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass wir irgendwie die beiden dazu bringen müssen, gegeneinander zu spielen und den einen anderen Zwerg dann hier draufstellen müssen. Vielleicht, um die Katze zu erschrecken. Keine Ahnung, warum wir das jetzt machen können. Ich werde auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich werde mir da auch mal ein paar Gedanken drum machen, was wir vielleicht nochmal alles probieren können. Wir müssen ja auch noch den Hund dazu bringen, dass der ja das Feuer auspinkelt quasi. Dass der überhaupt erstmal urinieren muss. Wie wir das jetzt hinkriegen, weiß ich noch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, ob das in dem großen Buch drin steht. Da können wir vielleicht auch nochmal nachgucken. Aber da stand, glaube ich, nur drin, dass der halt Granatäpfel liebt. Da stand, glaube ich, nicht drin. Oder vielleicht stand da auch drin, dass der durch die Äpfel dann öfter strullern muss oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Diese zwei Baustellen haben wir auf jeden Fall erstmal. Ich habe aber ehrlich gesagt im Moment noch nicht so wirklich die Ahnung, wie wir das jetzt hinkriegen. Aber ich hoffe, es werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Deswegen erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!